Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe mich selber beklaut. Diese Scheißtruhe, die der Typ da hatte, die war personalisiert. Ich habe mich selbst beklaut. Muss man ja auch erstmal wissen. Diese Bombe ist nicht detoniert, scheint aber noch aktiv zu sein. Roten Draht durchschneiden, blauen Draht oder grünen Draht? Oder Bitte nichts tun. treten Sie vor und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffene Bürger haben nichts zu befürchten. Fehlalarm. Kampfbereitschaft einstellen. Beginne rechtmäßige Anwendung Was soll denn tödlicher das? Gewalt. Ich bin doch nicht mal in der Nähe von der Station da oben. Okay, Leute, was sollen wir tun? Welchen Draht sollen wir durchschneiden? Das Ding ist direkt neben meiner Hütte. Durchschneiden den roten Draht. Okay, ich hätte schwören können, ich sterbe. Ja, gut zu wissen. Also, klauen geht nicht. Wie dumm ist denn das? Dass man nicht klauen kann. Das finde ich jetzt echt nicht nice. Ich habe mich selbst beklaut und musste mich dann rumquälen. Mein WTF. Jetzt gehen wir da nochmal hin. Dann werden wir sehen, dass das Ding wieder voll ist. Und zwar mit unserem Zeug. Und der Typ, dieser Cats, der gestern da stand und die Truhe geguckt hat, der hat wahrscheinlich auch gedacht, oh, gratis Zeug. Hier, guckt es euch an, das ist die reinste Verarsche, meine Lagerkiste. Keine Ahnung, was das soll, aber gut. Die Feste hat uns alle verarscht. Frösche. Seltsame Frösche. Uranerz. Oh mein Gott, ich muss dich töten. Frosch, wo bist du? Eine Hirschkuh. Da kriegt man richtig geile Sachen. War hier noch ein Frosch? Ich glaube, die waren zu dritt. Ja, schade. Ich seh dich. Bist du nicht entkommen, Frosch? Ja. Froschleiche, aber leider kein Uranerz. Sehr gut. So viel dazu. Und so viel zum Thema, ich beklaue mich selber. Geil. Green Country Lodge. Dann gucken wir, was hier abgeht. Hallo, Maulwurfsratte. Ist auch so, das war nur Possum. Sorry, wusste ich nicht. Was ist das für eine Maulwurfsratte? Wie er mir auch entgegengekommen ist. Das heißt, rein theoretisch kann ich meine Sachen da auch abladen, ne? Gehärtet. Oh mein Gott. Neue Waffe. Gehärtet. Feuerrate 60. Ich habe noch keine richtig guten Waffen. Naja, gut. So viel zu dem ersten Hilferuf. Auch hier war gerade schon jemand. Krank. Okay, da halten wir uns lieber fern von.
Ich hoffe, der Typ, der sie erlegt hat, wird sie auch essen. Ich wünsche meinen Mitmenschen nur das Böse. Nur das Schlechte. Na, ja, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Problem ist, ich habe gesehen, dass hier kranke Tiere sind. Kranke Tiere sind nicht gut für das Immunsystem. Also mein Immunsystem. Wo kommt diese schreckliche Musik her? Warum ist die so aufgeregt? Okay, das war seltsam. Ignorieren wir das ganz einfach. Was leuchtet denn da jetzt schon wieder? Hier leuchtet alles und ihr wisst, wie ich bin. Glühwürmchen! Glühwürmchen. Herausforderung abgeschlossen. Töte verschiedene Arten von Kreaturen. Ich bin gut darin, eine Kreatur zu töten. Siehe Guild Wars. Kann nie schaden, immer alle Sachen zu haben. So, wo haben wir denn den nächsten Abwurf? Jetzt haben die abgeworfene Vorräte und was ist das? Okay. Das heißt, es ist ja hier gleich in die Ecke, ne? Dann nehmen wir das gleich mit. Willkommen zurück, verehrte Hörer. Es ist wieder an der Zeit, über das hinauszublicken, was Sie für... Psst. Oh, okay. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Ich glaube, es nimmt auf. Ruhe. Hallo? Hallo, hallo? Es sollte funktionieren. Ich hasse diese Dinger. Ich bin Willie May. Man hat mich gebeten, aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Eine gute Sache. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und auf meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Kurz vor dem Krieg gab es ein Erdbeben. Er kam nicht mehr zurück. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist oder warum er nie zurück nach Hause kam. Aber das ist schon in Ordnung. Seit dem Krieg lese ich nur noch in meinen alten Zeitungen und höre Musik. Zur Abwechslung ist es mal friedlich. Und das ist gut so. Habt ihr schon mal von der Atomlotterie der Watoga Times gehört? Der Gewinner erhält einen 10-Jahres-Vorrat an Blamco Mac and Cheese, Salisbury Steak und natürlich Nuka-Cola. 20 Jahre lang habe ich bei dieser Lotterie mitgespielt und im Monat vor dem Krieg habe ich sie endlich gewonnen. Der Gewinn hat zwar nur 8 Jahre gehalten, aber es gibt ja niemanden mehr, bei dem man sich beschweren könnte. Als die Vorräte alle waren, hörte ich über das Radio den Aufruf der Responder. Also machte ich mich auf die Suche nach ihnen. Sie waren eine große Hilfe. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Zumindest für eine Weile. Wie schalte ich das aus? Verfluchtes Gerät. Der Knopf ist es nicht. Der auch nicht. Ah, der hier. Überlebensgeschichten. Finde ich gut. Der bringt irgendwie ein bisschen Atmosphäre in das Ganze. Und ich kann ein bisschen die Klappe halten und einfach mal die Zeit genießen. Mehr trinken. Die Radioaktivität, ne? Naja. Besser als zu verdursten. So, wir haben ja noch eine Sache gefunden. Wo los? Und das war... Wer da? Teil 1.
wieder an der Zeit, über das hinauszublicken, was sie für wahr und richtig halten. Zeit, ihren Geist der seltsamen, unerklärlichen und manchmal erschreckenden Welt zu öffnen, die in den Schatten der unseren existiert. Hier werden Mythen, Legenden und Gerüchte wahr. Ja, es ist Zeit für neue Geschichten aus den Hügeln von West Virginia. Die heutige Folge Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods wird präsentiert von Zuckerbomb. Das Frühstück mit der Geschmacksexplosion und 100% der empfohlenen Tagesmenge an Zucker starten Sie perfekt in den Tag mit Zuckerbomben. Unsere Geschichte beginnt an einem schicksalhaften Abend, an dem der junge Pfadfinder-Pionier Fred Fischer ziemlich in der Tinte sitzt. Nach einem Sturz findet er sich an einem dunklen Ort wieder. Na! Wo bin ich? Jack? Biff? Mr. Bailey? Kann mich jemand hören? Ich kann dich hören. Wer ist da? Ich kann dich nicht sehen. Ich heiße Felix. Wie heißt du? Fred. Alles in Ordnung, Fred? Glaub schon. Mir ist ein bisschen schwindelig. Muss mir den Kopf gestoßen haben. Oh nein! Hast du dich auch verirrt? Naja, irgendwie schon. Ich war am See bei Flatwoods campen mit meinem Pfadfindertrupp. Und da waren diese Lichter, die am Himmel tanzten. Wie toll! Ja, schon. Naja, dann haben wir komische Geräusche gehört und die anderen haben mich gedrängt, mal nachzusehen. Du ganz allein? Du bist ja mutig. Danke. Ich bin den Geräuschen zu einem alten Mineneingang gefolgt. Das war auch ganz fürchterlich. Wie nach hohlen Eiern, nur schlimmer. Dann kam plötzlich von oben ein helles Licht. Ich hatte unheimlich Angst und bin in die Mine gerannt. Aber alles fühlte sich komisch an, als würden meine Füße nicht mal den Boden berühren. Dann wurde alles schwarz und ich bin hier im Dunkeln aufgewacht. Genau das ist mir auch passiert. Aber mein Dad sagt immer, wirst du vermisst, bleib wo du bist. Sie sagen, sie holen ihn bald. Hier sind noch andere Leute. Eine wirklich gute Frage. Schalten Sie wieder ein im zweiten Teil von Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods, die Antwort zu erhalten. Papiertüte, verdorbenes Fleisch, verdorbenes Gemüse. Okay. Ich brauche eine Werkbank. Ich habe da nämlich einen Kollegen gesehen, den man töten kann. Und den würde ich sehr, sehr gerne töten. Nette Geschichte, muss ich sagen. Ich freue mich auf die Teil 2. Oh, hallo, wie cool. War hier irgendwo eine Werkbank? Ich weiß es gar nicht mehr. Level up. Wo ist der wilde Ghoul? Ah, da ich ihn nicht getötet habe, kriege ich das Zeug nicht? Oder ist er das? Bullshit. Naja. Egal. Wenn wir jetzt ein Level-Up haben, vielleicht gehe ich doch mal auf Stärke. Weiß es nicht. Eigentlich muss ich noch auf Schloss knacken gehen. Ich würde sagen, wir bewegen uns dann halt zu Fuß in seine Richtung und gucken, dass wir irgendwo eine Werkbank zwischendurch finden. Ich hoffe es. Irgendwo, da, genau, da war ja irgendwo ein Haus in der Nähe von ihm. Und da, vielleicht läuft er uns auch entgegen. Wer weiß. Aber ich würde ihn auf jeden Fall gerne tot sehen. Ich weiß, ich laufe jetzt schon ziemlich lange im Anfangsgebiet rum, aber mir macht das Spaß. Ich hab da Spaß dran. Ah, schade, ich wollte gerade halt los. Okay, wir gehen nochmal, wir versuchen nochmal Schlossknacken auf die nächste Stufe zu bekommen, würde ich sagen, ne? So. Zack. Gehen wir auf Wahrnehmung. Nee. 40% zusätzliches Fleisch beim Durchsuchen von Tierkadaver zu finden. Beim Sammeln von Pflanzen hältst du die doppelte Menge. Deine Pistolen haben bei Verwendung des Visiers 10% mehr Reichweite und mehr Präzision. Jeder Watzangriff auf das gleiche Körperteil erhöht. Okay, dann nehmen wir erstmal das. Schade. Ja, gut.
So, wo ist der Kollege? Kommt er mir entgegen? Ist immer noch da. Wartet er auf Neulinge, um die zu töten? Wo bin ich jetzt? Da. Okay, das heißt, wir gehen Richtung Norden, gehen sogar an unserem Camp vorbei. Das heißt, wir können da ein paar Sachen ablegen. Ja, kämpf hier ruhig mal gegen den da. Ich habe jetzt genug XP. Wir sollten erstmal was essen. Karottensuppe, Kartoffelchips, Güterkeule. Sehr schön. Ja, wir verlieren noch kaum Ausdauer. Das heißt, je mehr wir tragen, umso schneller verlieren wir die Ausdauer beim Laufen. Okay, gut zu wissen. Auf dem Weg ist ja noch dieses fremde Camp. Da kann ich auch ein paar Sachen einladen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu gefährlich ist, wenn wir einfach in eine fremde Kiste was reintun. Weiß nicht. Ich meine, wir kommen eher an unserem Zuhause vorbei. Es ist eine und dieselbe Straße. Und dann machen wir auch eine Schnellreise zum Vault, um ihn dann zu töten. Leiden wird der leiden. Frage ist, welche Waffe nehme ich da? Schrotflinte könnte eine gute Idee sein, oder? Sind die zu zweit oder ist er dieser Punkt? Das ist eine gute Frage, ne? So, dann sind wir wenigstens jetzt mal zu Hause. Baumstumpf. Wir müssen auf jeden Fall alle Baumstümpfe. Ich muss mich daran gewöhnen, Baumstümpfe zu plündern. Wir brauchen das Holz. Unbedingt. Und denk dran, wenn wir jemanden zu Hause erwischen. Einfach abschießen, einfach wegschießen. Das ist mein Land. Ich darf ja wohl mein Land verteidigen, oder? Ist schon ein bisschen auffällig, dass mitten auf der Straße so ein Gebäude steht. So, Transfer. Gesamten Schrott abladen. Okay, wir haben einiges am Start, das wir eigentlich nicht brauchen. Vielleicht sollte ich die Granaten mitnehmen. Ich denke, wenn ich als allererstes ihm eine Granate in den Weg werfe, dann wird ihn das schon ziemlich schocken. Splittermine, Tomahawk. Ich werde ihn auch versuchen, mit einem Tomahawk zu erwischen. Die Möglichkeiten sind gigantisch. Oh. Okay, ansonsten haben wir wahrscheinlich sehr viel Essen dabei. Hier, das Erz auch. Okay. Ah ja, haut ab. Shit. Okay, beeilen wir uns. Zu Vault 76 können wir auch gratis reisen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Da meint der Herr, Granate reinzwiebeln, ne? Und dann gib ihm. So. Wir brauchen eine Splittergranate. Tomahawk auf das und dann die Planke. Die Planke ziehen wir jetzt mal an und das Jagdgewehr. Und dann hinterher. Heute wird gejagt. Zwei Menschen. Da muss er ja schon friedlich die Leute einfach so abgeschossen haben. Aber was bringt es jetzt, jemanden zu erschießen, der eigentlich friedlich ist? Das ist auch die eigentliche Frage. Okay. Ich muss darauf achten, dass ich vielleicht nicht so viel rede gleich. Nicht, dass ich irgendwie schreie, ich töte ihn, ich töte ihn. So, jetzt mal ein bisschen leiser zu sein.
größer. Die könnten zu zweit rumlungern. Müsste meine Keule haben, naja. Jetzt ein Scharfschützengewehr. Das wäre Porno. Vielleicht bauen die hier auch ein Haus. So, Leute, Vorsicht. Komm jetzt an ein Gefahrengebiet. Da, da, da. Sehr schön. Kann man die nochmal umhauen? Ah, okay. Nehme ich alles, dankeschön. Ja, sorry, der wurde gesucht. Das ist nicht mein Problem. So, jetzt bist du wieder ein guter Junge. Hä? Auch kein Scheiß, ne? Weiß Bescheid. Den Pilz nehme ich auch. Tschüss. Ah, schön. Okay, man kriegt den Loot. Man kriegt echt den Loot. Hätte ich nicht gedacht. Habt ihr das gesehen? Ey, ja, er war schon halb tot und dann BÄM! Habe ich ihm ein Zimmer gezimmert. Ist hier noch jemand, den man jagen kann? Ich muss sagen, ich werde Kopfgeldjäger. Definitiv. Das macht Spaß. Auflauern, zuschlagen. Alter Schwede. Dem habe ich es besorgt. Aus dem Nichts. Habt ihr das gesehen? Ihr müsst euch das so vorstellen. Die laufen da beide durch die Gegend und quatschen. Ja, ich habe heute meine Periode bekommen. Und dann BÄM! Richtig eins ins Gesicht bekommen. Was war das hier gerade? Achso, die kleinen Roboter. Und dann zeigt er mir den Daumen nach unten. Weißt du, ist doch klar, dass sein Kollege erschossen wird, wenn er gesucht wird. Ich meine, gut. Dass es hinterhältig war. Sei dahingestellt. Ich bin halt ein Assassin. Es tut mir ja leid. Doch so ein richtig geiles Scharfschützengewehr. Nur für diesen Zweck. Das wär's doch. Ja gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Und hoffentlich finden wir dann noch ein paar Leute, die wir unboxen können. Alter, mir gefällt das Spiel so sehr, Leute. Mir gefällt es einfach so sehr. Diese Kopfgeldjagden, das hat so ein bisschen Nervenkitzel, weißt du? Nervenkitzel. Und ich werde mir auch eine Waffe zusammenbasteln, die mir erlaubt, vom Weiten diese Leute hinterrücks zu erschießen. Ich weiß nicht, warum er nur Hälfte Leben hatte. Es kam mir gelegen. Puff, er war weg. Nicht, dass ich irgendwann gesucht werde. Aber naja. Zu den gelben Standorten können wir anscheinend so porten. Verfolgung beenden. Das? Meine markierten Orte? Ich habe gar nichts markiert. Aber gut. Ja, Freunde. Bis morgen. Tschüss.